Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei den Heimatgeschichten. Diese Woche machen wir Pobenhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unsicher. Der Ort liegt am Rande des Donaumoos im Spargelanbaugebiet und ist unter anderem bekannt für seine Wallfahrtskirche. Diese habe ich mir auch am Montag zusammen mit ihrem Organisten Sepp Hartl angeschaut. Gestern hat mir dann Philipp Schreistetter gezeigt, was er an seiner Drechselbank so alles herstellen kann. Und wie aus einem Stück Holz solche Kunstwerke entstehen, das schaue ich mir heute an. Hallo und Servus zu den Heimatgeschichten aus Pobenhausen. Wir sind auch heute wieder bei der Drechselwerkstatt von Philipp Schreistetter. Und ihr hört es schon im Hintergrund, da ist jetzt einiges los. Es läuft nämlich gerade ein Drechselkurs. Und was die da so machen, das schauen wir uns jetzt miteinander an. So bleiben. Jetzt weiter. So drin. Ja, sowas wollen wir. So und schön und fein und spannend. Dann haben sie es geschnitten. Das ist immer ein Zeichen, dass sie es richtig machen. Und jetzt macht er es richtig. Er soll jetzt genau im Mittelpunkt rauskommen. Ja, jetzt hebt er ein bisschen an und jetzt kommt er genau im Mittelpunkt raus. So wollen wir das. Philipp, wie läuft denn so ein Kurstag bei dir ab in der Drechselwerkstatt? Was macht ihr da? Da müssen wir jetzt erst einmal hier rüber schauen. Dann schauen wir mal kurz rüber. Das ist ja Langholz, wie die Holzfaser läuft. Da machen die erst dieses Stück, das wir da schon gesehen haben. Und da rein machen sie die Grundformen. Die Hohlkehle, das Gegenstück nach außen als Stab, die Platte und den Karnis. Die üben das da ungefähr 2,5 Stunden. Und dann gehen sie zum interessanteren, zum Querholz. Da erfahren sie erst einmal, wie entsteht das. Baumstamm halbieren. Scheibe rausschneiden, dann haben wir Lang- und Stirnholz im Wechsel, nennt man Querholz, und das ergibt dann die Schale. Und diese Scheiben haben die jetzt auf der Maschine. Kann man mal an eine ranschauen? Ja. Also wie genau wird jetzt halt aus so einem Holz eine Schale hergestellt? Sie beginnen zuerst außen. Wir schrauben das hier auf. Und diese Schraubenlöcher müssen später wegfallen. Deswegen beginnen wir zuerst außen. Machen außen einen kleinen Sockel, spannen wir es um in dieses Vierbackenfutter und dann wird innen ausgehöhlt. Und das geschieht nach und nach, bis wir dann bei der Größe ungefähr 7-8 mm Wandstärke haben. Und dann wird gemessen, ob das parallel ist. Das einmal ausmachen, dann messen wir mal. Machen. Mhm.
Und wie das mit dem Messen funktioniert, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Werkstatt in Pobenhausen, wo Philipp Schreistetter gerade einen Kurs gibt. Dann wird die Tiefe gemessen, indem er hinten durchs Futter fasst und da rein. Man sieht da oben das Maß. Und die Wandstärke messen wir mit so einer Art großen Schublehre. Da sehen wir dann hier die 12 mm. Und wenn wir dann da runterfahren, dann bleibt es schön gleich bis hierher und dann wird es langsam dicker. Das Ganze sieht man hier oben schön an diesem Schnitt, dass die Wandstärke ungefähr bis hier gleich ist. Dann wird sie ein bisschen dicker, damit wir da die schöne Kurve kriegen. Da sieht man es einmal. An dem wird es umgespannt und dann wird ausgehöhlt. Und worin liegt jetzt, sage ich mal, die Krux? Also was kann man alles verkehrt machen? Das Wichtigste ist, was ich hier raufgeschrieben habe, dass die Phase immer am Werkstück anliegt. Was ist die Phase? Die Phase ist ganz das, leinhaft gefragt. Wenn ich das einmal anschaue, das ist das, was hier angeschliffen ist. Okay. Das ist die Phase und die muss am Werkstück anliegen. Also damit man also den Winkel, eine Führung, damit man eine Führung hat. Wenn ich nur so mache, dann ziehe ich da umeinander. Mhm. Und jetzt ist er innen drin und das lässt er die wieder anliegen und fährt da in großen Bogen. Mhm. Und wenn er jetzt hier nicht mehr weiter bewegt, dann hüpft er darüber und dann wird es ganz rau. Mhm. Da unten, das ist ganz minimal. Also hier oben ist wirklich ganz sauber und hier unten wird dann meistens vergessen, dass man da weiter mitgeht, dann springt das hier so rüber und gibt ein paar Rillen. Mhm. Das ist jetzt weiter nicht schlimm, weil wir sind noch nicht am Endmaß, sondern er fährt noch ein paar mit drüber, dass die Wandstärke ein bisschen dünner wird. Mhm. Und bei den anderen ist es jetzt halt genauso weit, wenn wir die anschauen, die da unten, die da hinten verträgt noch einiges, was weg darf an der Wandstärke. Und diese da, darf man auch mal zu dir her schauen. Das ist jetzt hier ähnlich dann schon. Man sieht ja schön, das ist wirklich ganz glatt. Und hier unten ist er halt einfach nicht weitergefahren. Mhm. Wenn man jetzt hier weiterfahren will, dann muss man so. Und dann ist ja die Hand hier da. Und deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, weil das Messer so lang frei läuft. Das ist halt ein bisschen eine Herausforderung. Und die beiden Messgeräte, einmal in der Tiefe und einmal in der Dicke, die in der Seite vielleicht nicht so wichtig, aber unten, wenn man da durchdreht, ist ein Loch drin, dann ist die ganze Arbeit entwertet. Irgendwie zuflicken oder ausbessern bringt alles nichts. Ja. Am besten ganz schnell gleich einmal neu machen. Und das ist dann quasi das Endprodukt, was jetzt so am ersten Kurstag entsteht? Ja, das noch nicht ganz. Okay. Die machen also ziemlich viel, damit die nicht nur mit so einem Probestück reinkommen. Machen sie also immer eine kleine Schale und da werden die dann meistens so um 3 Uhr schon fertig. Und dann macht sie jeder nochmal ganz frei selbst irgendwas. Der darf sich dann was raussuchen. Also ich mache immer als Vorschlag, ihr könnt ein bisschen eine größere Seuchte machen aus den vorgedrehten Rohlinge. Sind ja so viel da, die gibt es alle umsonst. Oder irgendwas flach in Form von einem Teller. Oder dann ein Apfel, eine Birne, ein Kerzenständer oder so eine Vase. Sowas schaffen die jederzeit noch. Jetzt hast du schon gesagt, die Kursteilnehmer, das ist ganz gemischt. Manche stellen sich gut an, manche stellen sich eher so mittel an. Wie bist du heute zufrieden mit deinen Kursteilnehmern? Heute sind es wirklich guter Durchschnitt. Ganz guter Durchschnitt. Das muss er jetzt sagen, weil das Fernsehen da ist. Gell? Das stimmt wirklich. Man sieht es am Ergebnis, so wie ich zuerst gesagt habe, man sieht es am Spann und hier an der Fläche innen. Ja. Da ist wichtig, da sieht man das. Jetzt mag ich natürlich auch die Teilnehmer einmal kurz befragen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so einen Drechselkurs zu machen hier? Also wir haben den von meiner Frau und meiner Schwägerin, wir haben den geschenkt bekommen und
Ja, ich wollte es schon immer mal ausprobieren, weil es schaut immer so entspannt aus, also wenn man da Videos oder so sieht. Und es ist aber tatsächlich echt nicht so einfach, wie es aussieht. Also es schon, gehört schon was dazu. Aber es macht richtig Spaß. Und zufrieden mit dem, wie es bisher läuft, oder waren schon so ein paar Schwierigkeiten dabei? Nee, schon zufrieden bis jetzt. Passt schon. Super, dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. Wir schauen euch noch ein bisschen zu. Ihr dürft alle wieder an eure, wie sagt man, wie heißt das Gerät überhaupt? Drechselmaschine. Drechselmaschine, Drechselbank hätte ich jetzt Oder gesagt. Das, Drechselbank. das ist schon Ja, auch richtig, Drechselbank gell? auch. Man sieht ja hier auf dieser Skizze rechts, Mhm. das ist das Älteste. Ja, so ging es los. Ah, ja. Drechseln ist ja ein uraltes Handwerk. Ein uraltes Handwerk. Und ich denke mir, wie es entstanden ist. Man hat ja mit dem Flitzebogen Feuer gemacht und irgendwann hat man sich gedacht, spanne ich einmal ein Holz ein und halt ein Metall hin. Und so ist es entstanden dann. Uraltes Handwerk, Prinzip ist immer noch gleich. Eine hölzerne Bank, ein Antrieb, den mussten die damals von Hand machen. Eine Gegenstütze und eine Handauflage. Das Prinzip hat sich bis heute nicht geändert, bis der Elektromotor. Philipp, du hast jetzt noch ein Stück, über das wir noch sprechen müssen, weil das, wir sind ja in den Heimatgeschichten, es geht ja nicht nur ums Handwerk heute, sondern auch um Pobenhausen. Und da hast du jetzt noch ein ganz besonderes Teil, das du uns vorstellen möchtest. Da war also auf unserem Kalvarienberg oben ein Kreuz außen und es hat ein Efeu überwuchert. Hunderte von Jahren, ich habe ihn noch hier als, das ist ein Efeu-Stamm, das da. Okay. Weil Efeu ist ja bloß eine Schlingpflanze. Jetzt Ja. ist das zu so einem Stamm, der hat das Kreuz natürlich total kaputt gemacht. Und die Reste, die man noch verwerten konnte, da habe ich dann für die Pfarrgemeinde lauter schöne kleine Objekte rausgedrechselt und die haben die dann für einen guten Zweck dann verwendet. Also ein Stück Pobenhausener Geschichte Geschichte quasi, vom ehemaligen Kreuz am das Kalvarienberg. jetzt hier durch deine Drechselwerkstatt noch gegangen ist. Noch erhalten blieben ist, ja. Super schön, super spannend. Ich sage ganz lieben Dank, dass wir dich und euch hier im Kurs besuchen durften. Ja, Schön war's. danke auch gern. Ihnen daheim danke fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind in den Heimatgeschichten. Servus.